Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Herr Malwurf. Wie geht's Ihnen heute? Wer ist denn da? Der Michael Dehmann ist am Apparat von der Schweizer Investment. Ja, was kann ich denn tun für Sie? Sie haben ein Konto bei uns aufgemacht. Es geht um Online-Investitionen. Ja, was möchten Sie? Ich wollte Ihnen kurz unsere Handelsplattform vorstellen. Ach so. Ja, machen Sie mal. Haben Sie vielleicht einen PC vor sich, einen Rechner? Ich bin gerade im Garten. Sie sind im Garten? Ja, erzählen Sie mal. Zu Hause? Na, ich bin zu Hause in meinem Garten. Ich meine, draußen. Weil sind Sie vom Rechner, damit ich Ihnen das alles ein bisschen virtuell besser vorstellen kann. Also die Plattform, was Sie bei uns tun können, wie Sie investieren können. Sie können mir das ja mal einfach erzählen und wenn ich das interessant finde. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie vielleicht vorherige Erfahrung haben beim Online-Trading, Online-Investitionen. Nein, gar nicht. Überhaupt keine. Nein. Auch nicht an der Börse mit Aktien. Nein, sage ich doch. Überhaupt nichts. Okay, das macht überhaupt, ist ja überhaupt kein Problem. Also die meisten unserer Kunden, über 80%, hatten überhaupt keine Erfahrung, bevor sie mit uns zusammengearbeitet haben. Ja. Und, also bei uns können Sie mit verschiedenen Trading-Instrumenten handeln, also mit Währungen, Aktien, Kryptos, Bitcoin und Indizien auch. Okay? Mit also was für Indizien denn? Das hat immer nichts mit der... Mit den deutschen DAX können Sie traden bei uns. Mit dem DAX? Mit den amerikanischen Indexen, ja. Und vieles, also wir haben fast alle Instrumente. Haben Sie auch Füchse oder nur Dachse? Bitte? Haben Sie auch einen Fuchs oder nur den Dachs? Ja, nur den Dachs. Schade. Weil die wohnen ja zusammen. Ja, die wohnen zusammen, ja. Genau. Das ist toll, ne? Also, wir stellen Ihnen, also, weil Sie keine Erfahrung haben zuerst, da können wir Ihnen einen Finanzberater zur Verfügung stellen. Also der wird Ihnen alles erklären, wie das funktioniert. Der wird Ihnen ein paar Tipps und Tricks zeigen, ein paar, wie das alles also bei unserer Trading-Plattform funktioniert. Wir haben auch eine andere Möglichkeit, weil Sie, falls Sie keine Zeit haben, selber zu traden, also selber zu handeln, können wir Ihnen, kann der Finanzberater das für Sie machen. Also kann der Finanzberater für Sie traden. Und ich weiß ja gar nicht, ob ich das selber kann. Bitte sehr, nochmal. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt selber kann. Ja, stimmt, aber das ist nicht so kompliziert. Also am Anfang scheint das ein bisschen kompliziert zu sein, aber mit der Zeit können Sie das alles lernen. Also wir können auch etwas anderes tun. Sie können gleichzeitig mit dem Finanzberater auch traden, der würde Ihnen die Tricks zeigen, wie das alles funktioniert und mit der Zeit würden Sie hundertprozentig Profi werden und Sie können danach auch dasselbe machen. Dann kann ich bei Ihnen arbeiten. Bitte? Dann kann ich ja bei Ihnen arbeiten. Ja, können Sie arbeiten, können Sie mitarbeiten. Ja, genau. Also wir können zusammenarbeiten, sozusagen. Ist ja großartig. Ist auch wirklich, aber man kann auch wirklich sehr viel verdienen. Ja, was ist denn monatlich da so drin, also im Monat? Wir haben ein Renditeziel, also von 10 bis zu 40% im Monat können wir so viel? Verdienen. Also, ja, kann auch mehr sein, kann auch weniger sein, hängt immer von den Trading-Signalen, die wir bekommen. Also wir haben unsere eigenen Strategien, wir bekommen auch Signale von unseren eigenen Quellen, wo wir die nutzen, um zu traden. Sehen Sie? Und hängt auch von den Signalen ab. Wenn wir gute Signale haben, kann passieren, dass wir auch ein bisschen mehr verdienen. Wenn wir nicht so gute Signale haben, können wir auch ein bisschen weniger verdienen. Wir haben auch ein Risiko Money, wir reden auch mit einem Risiko Money Management Strategie, wo mit wir was? Nicht den ganzen Kapital nutzen, was wir mit einem Risiko Money Management. Was heißt also das? Wir traden nicht mit dem ganzen Kapital, was wir im Konto haben. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben 10.000 Euro im Konto. Okay?
Ja. Also wir traden nicht mit dem ganzen Kapital, also nicht mit den ganzen 10.000 Euro. Wir traden mit 10% von den 10.000 Euro. Und die restlichen 9.000 haben wir dann dafür da, damit wir, falls eine Position in der Gegenrichtung geht, also wenn es rückschießt, dann haben wir die 9.000 dafür da, damit wir die Position auch langfristig offen lassen können. Verstehen Sie? Ja. Weil wir treten im kurzfristigen Bereich, wir treten auch im langfristigen Bereich. Also wir treten beide Seiten. Und wir können auch kaufen und verkaufen, weil, was die Bank Ihnen nicht anbietet. Was bieten also, die denn nicht an? Bei der Bank können Sie nur kaufen, ja? Sie können nur Aktien kaufen zum Beispiel. Okay? Ja, weiß wenn ich Sie nicht. Wenn Sie mit der Bank treten, Sie können nur mit der Bank die Aktien kaufen. Und wenn es hochgeht, wenn die Aktie steigt, dann verdienen Sie, machen Sie Profit. Aber wenn die Aktie danach wieder runterfällt, wenn die Aktie danach Wert verliert, dann verlieren Sie Geld, ja? Schlecht. Aber bei uns können Sie auch in der Gegenrichtung traden. Das bedeutet, also wir können kaufen und verkaufen. Verkaufen bedeutet, wenn die Aktie danach fällt, also wenn wir warten, wenn wir Nachrichten haben, wenn wir Informationen haben, dass die Aktie zum Beispiel in der Woche fallen wird, dann können wir verkaufen, okay? Dann können wir auch Profit machen, wenn die Aktie fällt. Also können wir verkaufen. Verstehen Sie, was ich meine? Nee, nicht wirklich. Aber Sie werden mir das bestimmt erklären. Deswegen wollte ich, dass Sie den Rechner also vor sich haben, damit ich Ihnen das auch eventuell besser erklären kann. Aber ist überhaupt kein Problem. Also wann sind Sie vom PC? Wann meinen Sie? Wie viel dauert es? Das weiß ich nicht. Es kommt auf den Gegenwind an. Warum wollen Sie mich da denn unbedingt haben? Ich sitze hier gerade mit einem Bierchen in der Sonne und habe jetzt eigentlich so gar keine Intention aufzustehen. Weil es ist ein bisschen besser, wenn ich Ihnen das alles vom Bildschirm erklären kann. Weil wir können uns zusammen mit einem Anydesk verbinden. Also ich verbinde mich mit Ihrem PC und wir loggen uns zusammen in Ihren Handelskonto ein und ich kann Ihnen alles erklären vom PC. Verstehen Sie? Also ich sehe das, was Sie sehen und ich erkläre Ihnen alles, was Sie im Bildschirm haben. Virtuell. Verstehen Sie? Deswegen will ich, dass Sie zusammen also vom PC sitzen. Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Ich würde sagen, Sie erklären mir jetzt, was der Spaß kostet, wie viel wir da verdienen können, warum ich gerade mit Ihnen zusammenarbeiten sollte und dann machen wir das. Und so lange hole ich mir noch einen Hasen. Also die Investition hängt von Ihnen ab. Also ich weiß nicht, die Mittel, die Sie haben für die Investition, also wie die Kunden normalerweise fangen von 50.000 ab, aber Sie können auch mit weniger anfangen. Deswegen meine ich, ich weiß nicht, wie viel Sie investieren können oder was Sie investieren, also was für eine Investition Sie erreichen können, also wie viel Sie monatlich verdienen möchten. Das hängt auch davon ab. Es kommt, wie gesagt, so aufs Angebot an. Also da ist, sag ich mal, schon Kapital vorhanden, aber das setze ich natürlich nur ein, wenn ich vom Angebot überzeugt bin, ne? Wir sind hier ja nicht auf dem Wochenmarkt. Na, das stimmt. Das stimmt. Deswegen möchte ich gerne, dass Sie das mit einem kleinen Kapital zuerst testen. Also wir können das mit einem kleinen Kapital testen, zum Beispiel mit 5 oder 10.000 Euro. Sie sehen danach, wie das alles bei uns funktioniert, ob es sich lohnt, bei uns mitzumachen. Ja. Wenn nicht, danach können Sie jederzeit das Geld wieder rückziehen. Das funktioniert genauso wie bei der Bank. Also Sie haben einen Trading-Account, Sie überweisen das Geld. Danach, wenn es Ihnen nicht gefällt, haben Sie einen Withdraw-Button, wo Sie das Geld zurückziehen können. Ein was habe ich dann? Ihre Daten ein. Das ist ein Auszahlungsknopf. Wie soll ich sagen? Das ist ein Auszahlungsknopf. Das ist ja auch ein tolles Wort. Wie bei der Online-Banking. Wie bei der Online-Banking. Das funktioniert. Ja, beim Online-Banking kann man ja nicht auszahlen. Ich kann das Geld hier ja zu Hause nicht ausdrucken. Sie können das überweisen. Ja, aber ausdrucken und überweisen ist ja wieder ein Unterschied. Ne? Das stimmt. Also Sie können das Geld von das Konto, das Sie von der Bank, das Sie bei uns haben, können Sie das Geld wieder zurück auf Ihre Bank schicken. Das meine ich dafür. Das Geld können Sie auszahlen auf Ihrer Bank, auf Ihrer Online-Banking wieder. So, worin wird bei Ihnen denn... Sind. Aber
Das wird nicht zu Falle kommen, weil das, glauben Sie mir, Sie werden sehr zufrieden sein. Also es wird nicht zum Phallus kommen. Das ist aber ziemlich demotivierend. Das wird nicht der Fall sein, weil wir werden wirklich. Sie werden sehen, dass das bei uns ganz gut funktioniert. Und Sie werden Stammkunde bei uns werden. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, weil mein Spitzname ist ja Phallus der Große. So hat man mich damals im Sportunterricht immer genannt. Okay. In der Umkleide, ich weiß, eine Sammelumkleide, und da ist das dann entstanden, falls Sie den Begriff Phallus schon mal gehört haben. Habe ich gehört. Ja, das also, ist großartig. Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ich bin schon lange in Rente, ne? Sie sind in Rente? Sehr ja, schön. So Ruhestand, ja, ja, jetzt halt im Garten. Die goldenen hier. Jahre? Ist ja die Frage, ob die golden werden, ne? Die werden schon... Also Platin wäre ja noch besser, ne? wird schon werden mit der Zeit. Ja, das hoffe ich. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht WhatsApp benutzen. Ob was, bitte? Oh, WhatsApp. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Was möchten Sie mich fragen? Das ist eine Applikation auf dem Handy. Nee, sowas nutze ich nicht. Kommunikations-App. Ich habe nur so ein ganz altes Telefon liegen, da kann man nichts mit Internet und alles machen. Habe ich mir eigentlich gedacht, aber es schadet nicht zu fragen. Nee, das Fragen kostet nur Überwindung. Fragen kann man ja immer, weil ich schicke Ihnen auch Signale, oder wenn wir gute Informationen haben zu treten, kann ich Ihnen das auch im Telefon schicken, per WhatsApp. Deswegen, was wollen Sie mir denn für Signale schicken? Was heißt denn das? Trading-Signale. Das sind Trading-Signale. Ja, aber was, also Signal kenne ich jetzt in Form von einer Ampel oder einer Signalpistole. Was hat das zu bedeuten? Warum liegt da Stroh rum? Das funktioniert halt so. Wir nennen das Trading-Signale. Also wenn wir ein gutes Signal haben, dass nachts steigen wird oder eine Währung fallen wird oder irgendwas passieren wird, also wenn der Markt volatil ist, dann schicken wir unsere Kunden das auch per E-Mail oder per Telefon, per WhatsApp, per SMS oder verschiedene Arten und Weisen. Ja, und was muss ich dann machen, oder? Wenn Sie mir sowas schicken? Ich verstehe das nicht. Wenn wir Ihnen sowas schicken, dann können Sie sich im Konto einloggen, das Konto, das Sie bei uns haben. Sie loggen sich ein und mit dem Signal, was ich Ihnen geschickt habe, zum Beispiel öffnen Sie Euro-USD, kaufen für ein Tag oder zwei Tage. Was reden Sie denn da für Sachen? Kaufen Euro-USD für einen Tag? Ja. Wir sind doch hier nicht bei der Parkplatzvermietung. Für eine Woche. Doch, das funktioniert so, weil der Markt kann manchmal sehr volatil, kann sehr viele Schwankungen haben. Also zwischen dem Tag oder den nächsten Tag. Also wenn wir ein gutes Signal haben, dass es momentan steigen wird, dann können Sie kaufen und danach innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden wieder verkaufen. Und den Profit mitnehmen. Deswegen wollte ich den PC, den Rest noch, damit Sie das vor sich haben. Verstehen Sie? Wo muss ich damit da denn hinkommen alles zum Verkaufen? Wo muss ich da hingehen? Dann zur Sparkasse, oder? Nirgendwo. Sie haben die App im Rechner, also die Webseite im Rechner. Sie loggen sich einfach ein, wie beim Online-Banking. Dann haben Sie da Ihr Handelskonto, können Sie das da Ihr Handelskonto beobachten. Und haben Sie alles zur Verfügung da, also im Rechner. Und Sie können alles Echtzeit kaufen, also direkt vom PC. Verstehen Sie? Also jetzt machen Sie mich doch irgendwie neugierig. Ich gehe jetzt mal nach drinnen und dann gucken wir uns das mal an. Ja, wir können uns das gerne anschauen. Ja, ja. Ganz gerne. Wie lange müssen Sie denn arbeiten heute? Ah, ich bin bis 19 Uhr da. Bis 19 Uhr? Dann haben Sie aber gerade erst angefangen, oder? Ja, gerade erst. Das wäre ja sonst ein ziemlich langer Tag. Also Sie, ehrlich zu sein, sind mein erster Kunde für heute. Oh. Mein erster Kunde für heute. Und ich genieße. Ja, und dann gleich einer, der gar keine Ahnung hat. Macht überhaupt nichts. Ist überhaupt kein Problem. Also die von wo rufen Sie denn an, sagen Sie mal? Von England. Von England. Von was? Von London. Von England. Holland? London, England. Aus London rufen Sie an? Yes, ja, genau. Wie kommt das denn zustande? Also, das ist die Londoner Börse. Sehen Sie, also die hier sind das die meisten Börsen in London, deswegen.
Na, ich hätte jetzt bei einem Deutschen eher mit Frankfurt gerechnet. In Frankfurt haben wir auch Abteilungen. Also wir haben auch eine Abteilung in Frankfurt. Wir haben überall eigentlich sozusagen verschiedene Trainingsabteilungen. Aber ich gerade sitze in London hier, wo ich Sie anrufe. Das ist ja phänomenal. Sie sehen eine deutsche Telefonnummer wahrscheinlich, oder? Sie haben da eine deutsche Telefonnummer im Bildschirm? Keine Ahnung, da habe ich mich jetzt noch nicht mit beschäftigt. Das ist so viel angestrengt. Das macht überhaupt nichts. Ich habe eine E-Mail-Adresse hier. Herr Malwurf, von Ihnen. Hier habe ich taube88@aol.com. Die ist noch aktuell. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, perfekt. Perfekt. Also hier schicke ich Ihnen danach alles, was Sie brauchen. Also verschiedene Informationen. Oder dass Sie das auch ein bisschen selber lesen können. Wann sind Sie vom PC? Wann kann ich Sie vom PC erreichen? Ich sitze da jetzt gerade. Der muss jetzt noch hochfahren. Perfekt. Ich sage gleich Bescheid, wenn ich soweit bin. Perfekt. Ich habe mir gerade noch Kaffee eingegossen. Okay. Lassen Sie es schmecken. Danke, perfekt. Danke. So ein leckerer türkischer Kaffee ist so das Beste, was es gibt. Ich sag immer, türkischen Kaffee ohne den Türken. Nochmal bitte? Ich sag immer, einen türkischen Kaffee, aber ohne den Türken. Warum denn? Das ist einfach so. Einfach so ein Spruch. Na gut. Na gut, der muss ja nicht die ganze Zeit daneben sitzen, das tut ja nicht not. Na, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also trinken kann ich ja alleine, ne? Sonst wird es nicht schmecken, ne? Ach, die liebe Technik. So, dann gucken wir doch mal. Von welcher Adresse haben Sie denn geschrieben? Ich habe hier so lange nicht reingeguckt. Haben Sie die E-Mail offen? Ja. Okay, Sie haben von Swiss Investing Funds haben Sie eine E-Mail bekommen. Ich glaube, die ist vom Support, vom glb-graf.com. Ja, das habe ich gefunden. Haben Sie gefunden, perfekt. Können Sie einen neuen Tab aufmachen und Anydesk eingeben? Ein Teebeutel aufmachen? Nein, beim PC, beim Rechner. Ein Browser, Google Chrome oder Firefox, Mozilla. Was ist Ihnen denn? Aufmachen. Also ich habe jetzt gerade mal dieses GLB Graph eingegeben, das kann man gar nicht aufmachen. Die Webseite ist nicht erreichbar. Das ist unmöglich. Haben Sie da drauf geklickt? Ja, ich habe das angeklickt und abgetippt. Das funktioniert beides nicht. Kann nicht sein. Machen Sie das. Öffnen Sie bitte eine neue Webseite. Eine neue Webseite und geben Sie anydesk.com ein. Anydesk.com. Wie schreibt sich das denn? A, wie Anton. Ja. N, wie Nora. Ja. NY? Ja. D wie Dora? Dora, ja. Ich habe so eine alte Tastatur. Ich hoffe, Sie hören das nicht immer, wenn ich da drauf drücke. Ja. Das macht überhaupt nichts. Wo sind Sie jetzt? Bei. Ich bin hier bei mir zu Hause. Okay. Jetzt. D wie Dora, oder? Ja, natürlich. Ein E wie Emil? Ja. S wie Siegfried? Ja. Und K wie Kaufmann? Kaufmann. Und was bedeutet dieses Wort? Das ist Anydesk. Ja, aber was bedeutet das Wort? Das ist eine Applikation. Ich hab das gerade mal bei Google beim Übersetzer eingegeben, das bedeutet jeder Schreibtisch. Genau, das ist so ein Schreibtisch, aber ich kann mich. Ich möchte diesen Schreibtisch nicht kaufen, bitte. Ah, das ist nicht zum Kaufen, Sie können das runterladen.
Wenn Sie draufklicken, dann bekommen Sie eine App und Sie würden irgendwo herunterladen, lesen. Was soll ich machen? Ich habe es nicht verstanden. Die Anydesk herunterladen. Wenn Sie da draufklicken, ja, können Sie das herunterladen. Ja, da steht hier groß, jetzt herunterladen. Die kluge Wahl perfekt. Beim Fernzugriff. Perfekt. Das was mit dem Fernverkehr der Deutschen Bahn zu tun? Überhaupt nicht. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Ja. Klicken Sie drauf und laden Sie es herunter. Ja, das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Das ist immer, sagen wir sehr langsam hier, so wie ich auch, das Internet. Nehmen Sie Ihre Zeit. Was soll ich machen? Einen Augenblick, bitte. Nochmal? So. Haben Sie das runtergeladen? Ich habe das jetzt unten. Ich habe da drauf gedrückt. Jetzt soll ich da. Das wollte ich gerade fragen. Sagen Sie mal, ich muss nachher noch zum Doktor. Wie lange brauchen wir denn dafür? Eine halbe Stunde vielleicht. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich muss erst um 14 Uhr los, aber das ist ja doch ein größeres Investment. Ne? Hätte es ja sein können, dass das Zeit braucht. Mhm. Ja. Das dauert nur ein paar Minuten. Machen Sie sich überhaupt keine Sorgen. So. Haben Sie das installiert jetzt? Sie sind so schnell, ich komme gar nicht zum Erzählen. Ich habe das jetzt gerade aufgemacht. Perfekt. Das sind jetzt so verschiedenfarbige Kästen. Da sind auch drei gelbe Kasten unten. Soll ich da drauf drücken? Perfekt. Na, irgendwo müssen Sie eine neunzählige Nummer sehen. Irgendwo in der Mitte oben. In der Mitte oder oben? Mitte oben. Also irgendwo in der Mitte. Sehen Sie eine neunzählige Nummer. Aber unten oder oben? Oben. Ja, da ist was. Haben Sie die? Soll ich mir das bitte vorlesen? Ja, können Sie mir bitte Ihr Fahrzeugkennzeichen vortragen? Das ist, also haben Sie was zu schreiben? Ja, ich bin vom Rechner. Das ist 1, bitte? Ja, 1. Bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Ja, ich habe überhaupt nichts gesagt. Einfach lesen Sie mir die Nummer vor, damit ich sie aufschreiben kann. Das ist 1, 4. Mhm. 5, 4, 5. 5. Mhm. 4, 6, 6. 5. 4, 6, 6. 4. 5. Was waren die letzten drei Zahlen bitte nochmal? 6, 5, 4. 6, 5, 4. Also ich habe hier 1, 4, 5, 4, 6, 6. Nee, da hast du die Hälfte nicht aufgeschrieben. Wir machen das nochmal von vorne. Konzentrier, so wie mein Freund Ziggy sagen würde, konzentrier dich mal. So. Das ist mein Nachbar, ne? Der ist aus Persien und er schreit immer den Paketboten an, wenn der die Briefe nicht will. Konzentrier dich mal. Ich finde das immer total lustig. Aber der Postbote, der bringt ihm die Pakete jetzt gar nicht mehr. Der nimmt die immer wieder mit, sagt, er war nicht zu Hause. So. Ja. So, hast du was zu schreiben? Ja. Ja, das ist 1, 4, 5, 4, 5, 4, 6, 6, 5, 4. Flash, blitzschnell und fesch. Jetzt sehen Sie, vom PC haben Sie einen neuen Kasten da. Sie sehen annehmen, oder? Oh, das ist ja zum Chatten. Das ist ja wie bei MSN damals. Ich guck mal, ob ich die ganzen, ob ich die ganzen Symbole noch kann. Sehen Sie da irgendwo annehmen? Ja. Klicken Sie, oh, perfekt. Perfekt. Okay. Okay. Bitte bewegen Sie die Maus nicht. Bitte? Perfekt. Bewegen Sie die Maus nicht, bitte. Okay. Jetzt
Jetzt bin ich im PC, okay? Ach, das ist ja interessant. Das ist interessant, ja. Deswegen wollte ich den Rechner haben. Gehen Sie da oben mal auf Ihre Seite drauf. Gucken Sie, ich habe das hier aufgehört. Das ist nicht erreichbar, die Seite. Das tue ich. Einen Augenblick, bitte. Das versuche ich jetzt zu machen. Aber wieso? Ja, das weiß ich auch nicht. Sie sind ja der erst Profi. Ist die Seite offen. Jetzt ist die Seite offen. Das ist die Webseite. Ja? Das ist aber eine ganz andere Adresse. Nein, ja, das ist gleich. Nö. Ja, das ist gleich. Na gut, ist ja auch egal, ne? Ist ja. Aber die Adresse muss gleich sein. Vielleicht haben Sie eine andere E-Mail aufgemacht, aber es ist egal. Das ist Ihr Konto. Also hier können Sie sich direkt einloggen. Ja, dann machen wir das. Ich mach das ein bisschen. Haben Sie ein Passwort oder soll ich das zurücksetzen für Sie? Nee, das steht in der E-Mail drinnen. Ich habe mir das eben aufgeschrieben. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich muss mir immer alle Sachen aufschreiben, sonst klappt das nicht. So. Jetzt muss ich nur noch meine eigene Schrift lesen können. Ich glaube, das hat funktioniert, oder? Warten Sie kurz. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Hat funktioniert. Das ist alles. Das ist ja ein Traum. Das klappt gut mit Ihnen. Optimal. Das klappt sehr gut. Ja, also ja, ja. Beim Webtrainer, wir können uns hier danach im Trainingskonto einloggen. Also das ist danach das Trainingkonto, was Sie zur Verfügung haben. Nochmal was? Okay, also hier, ja. Vor sich haben Sie jetzt das Trading-Konto, was in Ihrem Namen, also hier haben Sie und nur Sie Zugriff. Also hier rechts oben haben Sie Ihren Namen Hans und Maulwurf. Kontonummer. Sehen Sie? Das ist die Kontonummer? Das ist aber gar nicht Kontonummer, meine Kontonummer. Nein, das ist die Kontonummer, die Sie bei uns haben. Ach so. Das ist die Kontonummer, die Sie bei uns haben. Ja. Die Accountnummer, nehmen wir das. Das heißt, hier haben Sie verschiedene Finanzinstrumente, was Sie mit uns traden können. Also hier haben wir alle. Hier haben wir Cryptocurrencies, also Bitcoin, Ethereum. Ja, das wollte ich machen. Ich wollte diese Dogecoin haben mit dem süßen Kätzchen drauf. Ja, Dogecoin können wir auch hier kaufen. Ist überhaupt kein Problem. Ja, da ist so die fette Perserkatze drauf. Den finde ich ganz sympathisch. Die ist sympathisch. Ja, ja. Der Hund vom Elon Musk. Nochmal, was war? Elon Musk hat die berühmt gemacht. Also er ist berühmt gemacht. Sie kennen den Elon Musk, oder? Aha. Ja, das ist ja dieser, das ist der mit der Rakete, ne? Ja, der mit der Rakete. Und der die Tesla. Rote Rakete. Mit den elektronischen, mit den Elektroautos. Ach, das ist auch so ein grüner, ne? Dann mag ich den nicht. Ja, das ist auch nicht so viel. Aber gehören dem diese Katzenmünzen? Ja, die Katzenmünzen gehören ihm nicht, aber der hat vor ein paar Jahren hat er die Möglichkeit auf seiner Webseite, also auf seiner Tesla-Seite gegeben für die Klienten, damit die Klienten mit Krypto ein Tesla kaufen können, also mit dem Dogecoin oder mit Bitcoin, also direkt in ein Auto kaufen können. Deswegen hat er das auch so berühmt gemacht. Deswegen wurde das auch so ganz berühmt. Ach, ich verstehe. Mit Dogecoin. Also die Menschen können so, direkt mit Bitcoin oder mit Dogecoin oder mit verschiedenen Kryptoassets direkt ein Auto kaufen, dass das mit der Bank geht. Also ach, keine Überweisungen, überhaupt nichts. Einfach eine ganz normale Kryptokauf. Verstehen Sie? Deswegen das ist ja interessant. Das hebelt ja das ganze Währungssystem aus. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Deswegen ist Bitcoin auch so berühmt geworden. Ist ja praktisch. Geworden. Ne? Und wir hatten vor, das ist ganz praktisch, das stimmt auch. Wir hatten vor einem Jahr hatten wir Bitcoin, ein Bitcoin mit 50.000 Euro wert. Das ist verrückt.
Also viele von meinen Kunden haben aber ganz viel verdient. Jetzt ist es ein bisschen wieder gefallen. Also wir sind in der Mitte von 25.000. Aber es scheint nicht so schlecht zu sein. Also hier können wir mit Krypto traden. Wir haben verschiedene Finanzinstrumente. Wir haben Währungen, Währungspaare, Forex, Majors heißen die. Haben wir die Währungspaare Major? Hier. Major? Das hat aber nichts mit Major, Militär Major. Zu tun, oder? Na, überhaupt nichts. Das nennen bin ja Pazifist. Die sind die wichtigsten Währungspaare, was sie traden können. Danach haben sie die Forex Miners, Indizien, CFDs, die französischen Index, spanischen Index, die französischen DAX. Ja, französischen auch. Ja, taugen die denn Index. Was? Ja, die haben was. Die haben was. Ja, aber taugt das DAX. Auch? Ja, also ich trade nicht gern mit dem französischen Index, mehr mit dem deutschen DAX. Aber es gibt viele Menschen, die mit dem französischen Index also auch traden können. Können oder mehr müssen? Mit dem amerikanischen, mit dem SPX 500 oder mit dem deutschen DAX, mit ganz verschiedenen. Also wir haben alles Mögliche. Sie können alles traden bei uns. Haben Sie denn auch den russischen Fuchs? Haben Sie den? Das haben Sie vorhin nur gelacht, als ich da gefragt habe. Also ich glaube, der ist nicht zu sehen hier momentan, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wie aber da die Abkürzung wäre. Hier ist irgendwas mit Russ 50. Ist das der hier? Ja, kann, ja, das ist es. Ah, das ist ja klasse. Der russische Fuchs. Da hat mein Vater damals Aktien von gehabt. Wirklich? Ja, bis die UdSSR halt zusammengebrochen ist, ne? Hat er was damit verdient? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass er damit gearbeitet hat. Wissen Sie denn, was UdSSR bedeutet? Nein. Schade. Was bedeutet das? Das ist jetzt Ihre Aufgabe, das im Lauf dieses Gesprächs rauszufinden, weil ich muss ja gucken, wie gut Sie im Analysieren sind, ne? Stimmt, das stimmt. Also momentan sind wir mehr in den Kryptobereich konzentriert. Also wir traden mehr mit Krypton. Also wir haben auch sozusagen eine Krypto-Arbitrage und das ist ein Instrument. Krypto-Arbitrage nennen wir das. Was heißt das? Ich habe das Wort schon verstanden, aber ich kenne das nicht. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Also das Instrument, also haben nur wir als Plattform und das ermöglicht Ihnen in verschiedenen Trading-Krypto-Websites gleichzeitig Bitcoin zu kaufen. Aha. Okay. Weil Sie wissen, es gibt verschiedene Trading-Plattformen. Es gibt Binance, es gibt Kraken, es gibt ganz verschiedene Krypto-Trading-Plattformen. Okay? Und bei jeder Plattform ist der Bitcoin-Preis verschieden. Also es kann 100 Euro mehr sein, es kann 100 Euro weniger sein, es kann 200 Euro mehr sein, 200 Euro weniger, verstehen Sie, aber auf jeder Trading-Website von Krypto ist der Preis verschieden. Also es ist niemals der gleiche Preis. Das ist ja praktisch. Das nutzen wir. Das ist praktisch. Also für uns ist es ganz optimal. Also wir nutzen die Krypto-Arbitrage, um Bitcoin auf der Webseite, die der Preis am wenigsten ist, verstehen Sie? Aha. Um den danach auf der Webseite, wo der Preis am höchsten ist, wieder zu verkaufen. Okay, aber das funktioniert nur, wenn man ein bisschen mehr Kapital hat. Wenn man zum Beispiel 10.000 Euro im Konto hat, geht das nicht, weil der Profit ist 100 Euro oder 50 Euro. Also wir nehmen ganz wenig Profit mit. Das nutzen wir, wenn wir ein bisschen mehr Kapital auf dem Konto haben. Aber das ist eine Möglichkeit, was Sie traden können. Und dort ist der Profit garantiert. Garantiert? Garantiert. Garantiert, ja. Dort ist der Profit garantiert. Was für eine Garantie gibt es da denn? Wie macht sich das bemerkbar? Da ist eine Garantie, weil Sie können da nichts verlieren. Verstehen Sie? Sie können dort nichts verlieren, weil wir kaufen Krypto. Wir kaufen ein Krypto zum Beispiel auf Kraken, wo der Preis 20.000 Euro ist. Nehmen wir mal an. Kraken, ja, das ist nur so eine Krypto-Trading-Plattform.
Okay, also wir kaufen, wir haben da 20.000 Euro, okay, und wir verkaufen es danach im Binance, wo der Preis 20.700 oder 20.500 Euro ist. Ja. Verstehen Sie? Und ja, danach nehmen wir den Profit direkt mit. Also danach verkaufen wir die Krypto wieder und haben das Kapital wieder auf dem Konto. Ist ja kann auch mehr sein, kann auch weniger sein, aber dort ist der Profit garantiert. Aber das einzige Problem ist, dass wir ein bisschen mehr Kapital brauchen, um zu traden. Aber das können wir danach später nochmal diskutieren. Und wir sehen danach, wie das alles läuft. Aber zuerst wollte ich Sie fragen, mit wie viel denken Sie, möchten Sie bei uns anfangen? Was ist eine überschaubare Summe für Sie, sag ich mal? Na, wenn Sie sagen, unter 10 lohnt sich das nicht, dann hätte ich damit schon angefangen. Also wir können mit 10 anfangen. Ja, hätte ich jetzt gesagt. Ne? Das soll sich ja auch lohnen. Was ist denn dann da so drin im Monat? Pi mal Daumen. Das lohnt sich. Auf jeden Fall wird sich das lohnen. Auf jeden Fall. Mit 10.000 werden wir Profit sehen. Ich rufe Sie 2-3 Mal die Woche an. Wir diskutieren, was passiert ist. Aha. Wie viel wir verdient haben. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen das auch per E-Mail schicken. Wenn Sie am Telefon nicht gut erreichbar sind, ist überhaupt kein Problem. Das sollte oder wenn klappen. Ich habe das eigentlich immer dabei, ne, für den Fall, dass ich mal stürze oder so. Das ist perfekt. Also wenn Sie ein Telefon immer dabei haben, ist es perfekt. Wenn nicht, also wenn Sie nicht gestört möchten werden, dann können Sie mir einfach eine E-Mail schicken und sagen, ja, ich bin am Freitag erreichbar oder ich bin am Dienstag erreichbar oder ich bin da und da um diese Uhrzeit, habe ich Zeit zu telefonieren. Und dann rufe ich Sie wieder an und wir können danach telefonieren und ich zeige Ihnen, was in der Woche passiert ist. Okay, also wie viel wir verdient haben, wie viel Sie auf dem Konto haben, ja, und alles Mögliche. Okay? Das hört sich gut an. Also können Sie sich bitte auf Ihre Online-Banking einloggen? Haben Sie Zeit? Ja, das kriegen wir hin. Schicken Sie mir doch gerade einmal die Bankdaten rüber. Ja, ich habe nämlich gestern das Problem gehabt. Mhm. Da habe ich bei der Tastatur, da gibt es ja diesen Knopf, dass man alles groß schreibt, ne? Den habe ich gedrückt gehabt, als ich mich da einwählen wollte. Und ich habe zu oft das Passwort falsch eingegeben. Darum muss ich nachher, ich habe ja gesagt, ich habe noch einen Termin. Da muss ich nachher zur Sparkasse hin, damit die das wieder freischalten. Da habe ich mich doch ausgesperrt. Okay. Aber wir können das auch so machen. Wir können das auch so machen. Also nachmittags, wenn Sie wieder zu Hause sind, kann ich Sie nochmal anrufen. Wir können uns nochmal zusammen im PC einloggen. Und wir können das zusammen machen, weil ich möchte, dass wir keinen Fehler machen bei der Überweisung, damit wir danach Verspätungen haben. Verstehen Sie? Damit wir das alles perfekt zusammen hinkriegen. Ja, ja, also Verspätungen und Verluste will ich ja auf keinen Fall haben. Seien Sie doch einmal so nett, schicken Sie mir doch mal die Überweisungsdaten mit Verwendungszweck und allem und dann mache ich Ihnen das fertig heute Nachmittag. Weil ich muss danach auch noch zum Arzt. Ich weiß nicht, wann ich nach Hause komme. Okay. Alles ein bisschen kompliziert heute. Okay. Noch was, weil vielleicht werden Sie verschiedene Anrufe bekommen von verschiedenen Menschen, die Ihnen was anbieten wollen oder Ihnen was verkaufen möchten, damit Sie wissen oder vielleicht sagen, dass ich der Michael Demann bin. Okay, ja. Weil wir haben uns heute gekannt und Sie werden sich schon mit meiner Stimme gewöhnen. Aber bis das passiert, wollte ich Ihnen einen Code geben. Okay, damit Sie, ich sage Ihnen das, dass ich das bin, oder ich sage, der Michael Demann ist am Telefon. Ja. Code 13 15 19. Okay. Gut, dann ist mein Passwort, können Sie das auch aufschreiben? Ja, tu ich. Das ist Eunuch im Neoprenanzug. Das ist mein Passwort, das benutze ich überall. Perfekt. Okay, perfekt. Können Sie es nochmal vorlesen zur Sicherheit? Eunuch im Neoprenanzug. Eunuch im Neoprenanzug.
Wenn das bei der Stimmenerkennung im Neoprenanzug, das ist schon ein Taucheranzug quasi. Neoprenanzug, perfekt. Können Sie das aussprechen oder schon ein anderes Passwort nehmen? Noch im, wie war das nochmal? Wir machen das anders. Wir nehmen als Passwort Pimmelpirat. Das sollte klappen, oder? Das wird klappen. So hat mich meine Frau früher immer genannt und mein Nachbar, der Kai Uwe, auch. Dann merke ich mir das und dann, wann schicken Sie mir die Kontodaten jetzt rüber? Das tue ich vielleicht innerhalb von einer halben Stunde, kann sein. Halbe Stunde oder eine Stunde höchstens. Gut, weil da kann ich das ja vielleicht gleich mitnehmen zur Sparkasse, dann kann die Beraterin das gleich machen. Ne? Können Sie auch. Dann schicken Sie mir das rüber und sollen wir dann heute Nachmittag nochmal telefonieren? Ja, wir können nochmal heute Nachmittag telefonieren. Sollen wir so 15 Uhr machen, oder? 15 Uhr, warten Sie einen Augenblick. Ich muss schauen, vielleicht habe ich einen Termin. Okay, 15 Uhr ist perfekt. Gut, dann machen wir 15 Uhr. Bis dahin haben Sie mir das bitte rüber geschickt. Und dann können wir ja so eine erste Einweisung machen und vielleicht auch mal so die erste Handlung zusammen durchgehen, damit ich das auch alles verstehe. Auf jeden Fall. Weil ich will ja nicht die Zeit von dem Profi da immer in Anspruch nehmen müssen. Also wenn Sie die Überweisung dann gemacht haben, bitte schicken Sie mir noch den Beleg rüber. Auf jeden Fall. Damit wir das da haben danach. Und ich schreibe sie wieder an, okay? Und wir hören uns wieder um 15 Uhr an, okay? Ja, wir hören uns um 15 Uhr, dann sage ich schon mal vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich wirklich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich hoffe auf eine gute und lange Zusammenarbeit. Ja, ich auch. Also und eine profitable. Bin ich mit mehr als also 3 Jahren zusammen. Und es wird auf jeden Fall gut funktionieren. Auf jeden also Fall sind Sie, Sie also, sind da mit mehreren Personen zusammen, ja? Ja, ja. Also so eine polyamoröse Verbindung, ne? Kann man ja heute machen. Also ehrlich zu sein, habe ich über, aktuell, wo wir sprechen, habe ich über 5 Millionen Euro auf mein Portfolio. Also das Geld ist von den Kunden, das ich für die Kunden trade. Also Sie verwalten das? Also, ja, ich verwalte das. Aber vorhin haben Sie doch gesagt, es gibt so Finanzberater. Was macht der denn, wenn Sie das ganze Geld verwalten? Doch, also ich verwalte das auch. Die Finanzexperten bin ich auch Teil der Finanzgruppe, wo ich trade. Aber die anderen, es gibt verschiedene Experten bei uns. Einige haben mehr als 100 Millionen, einige haben 50 Millionen. Das ist ja verrückt. Verwalter. Sind ja verrückte Summen. Also es passiert viel bei uns. Da freue ich mich auf eine gute und lange Zusammenarbeit. Es wird auf jeden Fall klappen. Und wir hören uns nochmal gegen 15 Uhr, ja? Ja, da freue ich mich drauf. Dann bis nachher, ne? Bis nachher. Und ich logge mich kurz auf Ihrem PC aus. Warten Sie kurz. Ach ja, da sind Sie ja auch noch drin, ne? Ja. Können Sie auf Benden klicken? Sie auf Benden? Genau. Habe ich gemacht. Perfekt. Dann sage ich vielen Dank. Sie schicken mir die Bankdaten rüber und dann bis nachher, ne? Tue ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis nachher. Gleichfalls. Ciao. Ciao, ciao. Na, das kann ja was werden. Mal gespannt, was kommt.